Hi Leute, willkommen zum zweiten Part von SpongeBob. Gleich vorweg, ihr seht jetzt einmal ganz kurz den Bosskampf, den blende ich euch hier gleich, nachdem ich hier gelabert habe, ein. Den Bosskampf von der ersten Welt. Ich habe den Bosskampf gestern gespielt und auch aufgenommen. Davor auch schon so 10 Minuten gespielt. Leider ist es sehr, sehr ruckelig geworden. Irgendwas stimmte mit meinem PC nicht bei der Aufnahme. Ich zeige euch trotzdem gleich den Bosskampf, der ist ganz interessant. Aber das davor habe ich weggeschnitten, auch das danach. Es ist nicht viel passiert, ich musste nur auf den Berg laufen, den Bosskampf machen, den ihr dann jetzt gleich seht. Und nach dem Bosskampf habe ich das Gelee bekommen für Thaddäus. Den habe ich auch noch nicht weiter wieder gesehen. Den muss ich das noch bringen. Habe jetzt aber erstmal mit den 5 Fun-Wändern die zweite Welt geöffnet. Und bin jetzt hier in dieser zweiten Welt. Und hier spielen wir jetzt direkt weiter. So, jetzt wird euch einmal der Bosskampf eingeblendet und dann geht es hier weiter in der zweiten Welt. 3, 2, 1, 0. So Leute, es geht direkt weiter bei SpongeBob. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich habe vorhin leider vergessen aufzunehmen. Ich habe jetzt so 10 Minuten gespielt und bin jetzt oben bei dem Quallenkönig angelangt. Ich habe irgendwie vergessen aufzunehmen. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich bin 10 Minuten einfach nur den Weg nach oben gegangen. Aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Schöne Stimme. So, jetzt sind wir beim Quallenkönig. Ich musste dann wieder auf SpongeBob zurückwechseln. Weil nur SpongeBob konnte hier den Quallenkönig jetzt angehen. Wow, 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 was kann der denn hier? Uiuiui, jetzt muss ich bestimmt boxen. Nein, ging nicht, warum nicht? Hä? Jetzt aber, jawohl. Einmal geht es. Macht also immer diese Druckwelle. Was ist jetzt? Er kotzt. Er pisst. Achso, er holt diese Dinger raus. Ey, chill doch mal. Nimm das. Bam! Schön. Oh, ich hab Verloppy. Er kotzt wieder. Jetzt kotzt er die Blauen aus, die Stromschläge machen. Ey, er hat es ohne Vorwarnung gemacht. Diesmal ist es schwerer. Er hat es einfach direkt rausgehauen, ohne erstmal... Wow. Das war ein bisschen gemein. So. Dreimal reicht schon. Nur sein Jelly. Er haut ab. Vierter steht auf Weg. Ist das geil. Ran ans Chili. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, und das kriegt jetzt Thaddäus ins Maul. So, Leute. Den Bosskampf habt ihr jetzt gesehen. Jetzt geht's weiter in der zweiten Welt. Mrs. Puff braucht Hilfe. Und zwar sind alle Fahrschüler, entführt worden. Und wir brauchen jetzt diese Lenkräder und müssen diese Schüler wiederfinden. Vielen Dank. Genau. Und wir spielen jetzt einfach mal chillig weiter. Geschenke öffnen ist klasse. So. Was ist der? Was ist das denn hier? Hä? Ich bin Rollkasten. Ah. Was schießt er denn hier? Ja. Schießt er in so ein Ding? Können wir aber erstmal nichts machen. Aua! Der Typ muss die Dinger kaputt schießen. Ich muss mich immer hier hinstellen. Damit er das hier trifft, wahrscheinlich. Ja. Aber er muss ja oben treffen. Ja, jetzt habe ich ihn. Ich
Schaffst du das bis hierhin? Na komm. Ich bin hier oben, Junge. Er schafft's nicht, ne? Doch, er schafft's. Gut. So, da ist noch ein Turm. Jawohl. Ah, und da ist auch der Sch... Ach nee, ist hier überall ein Schalter, Leute. Schalter 1. Aua. Nächster Schalter. Zack. Hä? Ah! Da oben ist jetzt ein Pfannenwender. Jawohl. Kleines Rätsel geschafft, kleiner Pfannenwender. So. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Können wir noch hier lang? Können wir hier rein? Nein. Der Roboter. Können wir auch nicht lang. Hier können wir lang. Wow, wow, wow. Oh, das war knapp. So, hier ist wieder so ein komischer Roboter. Den wir erstmal betäuben müssen. Hä? Ah ne, es ging ja nur mit Patrick. Lol. Den müssen wir so platt machen. Nimm das! Oh. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Und einen Socken. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. So, weiter geht's. Hier haben wir soweit erstmal alles fertig. Gehen wir mal hier rum. So, und dann drücken wir jetzt mal den Schalter. Ah, da oben ist noch so ein Lenkrad. Boah, wofür ist das? Warum können wir uns hier rollen? Können wir dann hier durch? Nee. Da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich. Wenn SpongeBob diesen Ball berührt, verwandelt sich ein Schwammball. Ein Schwammball kannst du schnell rollen, aber ansonsten nichts machen. Wenn du verletzt wirst oder drückst, wirst du verwundet. Ja, mal gucken mal, was hier passiert. Okay. Wahrscheinlich muss ich da durchrollen, aber ich will erst das hier noch haben. Hä? Wieso mussten wir so unbedingt da durchrollen? Ging nicht anders oder was? Na egal. Was kommt hier? Ein UFO? Oh, da ist einer der Fahrschüler. Wir müssen ihn wahrscheinlich retten. Boah. Yo! Hä? Hey, Gary hilft. Nice. So, was steht hier? Dieser Roboter heißt A-Handschuh. Der beste Weg, ihn zu erledigen, ist, von oben einen Blasenentwurf auf ihn zu machen. Alles klar. Bam. Ich hab dich gerettet, Bruder. So, können wir das noch kaputt machen? Hosen haben wir voll. Da könnte ich wieder rutschen. Rollen. Wie kommen wir denn hier hoch? Noch gar nicht, oder? Geschenke öffnen ist klasse. So, boing, boing. Ah, wir müssen da durch. Ja, aber ich bleib erst noch hier. Hier ist auch noch ein paar Sachen. So. Hier müsste man auch noch irgendwie hinkommen. Aua, okay. Da dürfen wir also nicht rein. Ist zu scharf. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Machen wir den auch noch kaputt. Ach, der macht dann diese Dinger kaputt. Okay. Das heißt, eventuell kann der das hier kaputt machen, wenn wir nah genug dran sind. Nee, es geht nicht.
So, jetzt müssen wir mit dem Ball da durchkommen. So, zack, zack, zack. Wir haben es geschafft. Checkpoint. Ey! So, was ist das auch kaputt? Hier können wir anscheinend rein. Nee, schade. Oh, hier schießt wieder so ein Ding. Er soll mich hier schießen, wo ich stehe. Einmal durch die Stadt. So, der geht weg. So, hier so eine Qualle. Der Typ muss explodieren. Der Typ soll explodieren. Hier können wir rüberspringen vielleicht. Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Aber hier ist auch ein Schalter. Zack. Ah, okay. Ja. Verkackt. Das war mal richtig verkackt. Was ist das denn? Boing, 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 boing. Kann ich denn mit dem Ball abspringen? Einmal durch die Stadt. Nee, so richtig springen kann ich nicht. Ah. Kann man die umrammen? Nee. Ah. Oh, die funkeln. Ouch. So. Bam, 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 bam. Aua. Ouch. Scheiße. Das war dumm von mir, um ein paar Leben. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Schießt schon wieder so ein Ding. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Was ist denn mit dem hier los? Geht auf die Fresse, Ding. So, wieder ein Schalter. Zack. Ah, und an die muss man sich anschleichen, okay. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Hm. Tja. Wie kommen wir denn da rein? Springen wir mal hier hoch, ne? Eine Socke gefunden. Ich sollte mal wieder waschen. Da ist noch was. Gucken, ob wir hier rüberkommen. Ne, das schaffen wir nicht. Ouch. Aua, das wollte ich auch nicht. Da ist noch ein Schalter drin. Das sieht so geil aus. Hey, Chema. Das kommt aus dem Fenster. Ah, okay. Jetzt kann er nicht mehr schießen. Ja, aber wartet, bevor ich da reinfliege. Nennt mich auch Schwamminator. Ah, ich muss da erstmal das kaputt machen. Okay, ich fliege erst rein, kaufe dann das andere. Schwamminator! Hey, Gary. Oh. Mau? Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Mau. Nicht fertig? Heißt das nicht? Mau. Okay. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Den könnte ich gut gebrauchen. Mau. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Ich schaff das schon alleine. Mau. Mau. Oh, was für ein großer Abstand. Ah, okay, da brauchen wir Sandy. Okay. Diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Oh, oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers. Dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich. Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. Ab zu Sandy. So, hier ist noch Dings offen.
Ah. Ich muss mal das kaputt machen. So. Wir brauchen also Sandy. Wir machen uns hier schon mal ein Loch rein. Jo, was ist denn hier los? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Machen wir auch ein Loch rein. Aua. Gucken wir mal, ob hier hinten noch was ist. Scheint nicht so zu sein, ne? So, wo kriegen wir da oben? Ist die Bushaltestelle. Da können wir mal Charakter wechseln. Aber ich werde jetzt erst nochmal zu dieser Muschel gehen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Weil man kann bei der Muschel nochmal was kaufen. Wie komme ich da oben hin? Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. 3 Jahre in Folge. Vielen Dank. So. Jawohl. Okay, wir können jetzt da weiter. Ist die Frage, holen wir jetzt erst Sandy oder? Meine Größe. Machen wir erst das. Wir holen. Obwohl, da ist halt Exit. Da gibt es dann bestimmt raus aus dem Level. Dann gehen wir erstmal hier lang. Schauen mal, was hier so los ist. Da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tickies hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Okay. Warum sollte ich die Tickies zerstören, Mr. Krabs? Was haben Sie denn gesagt? Du weißt schon. SpongeBob, Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung mit... So dumm, aber auch so geil. Oh, sorry. Exit zur Stadt. Wie? Norden? Warum ist das jetzt noch alles zu? Also ich kann eigentlich nur zurück wieder. Ich werde jetzt mal Sandy nehmen. Sie kann nämlich so ein bisschen fliegen. Sie kann Karate. Was kann sie noch? Kann sie sich auch anschleichen? Nein. Na gut, reicht ja auch erstmal, ne? Was steht denn? Ja. Wo ist ich denn lang? Autsch! Ah, okay. Ich kann den mit einem Lasso töten. Schön. Cool gemacht, der Charakter. Und auch sie hat Originalstimme. Eine Abbrechung! Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Ey, sie kann das gar nicht. Sie kann gar nicht stampfen. Okay. Nein! Direkt daneben gejumpt, Alter. Ey, chill mal, Junge. Okay, man sieht das so schlecht wegen der Kamera.
Ey, ey, ey! Man muss auf die Schatten achten. Wir haben es geschafft. Aber ich glaube, ich müsste das mit SpongeBob machen, damit ich die ganzen Türen öffnen kann, ne? Ja, weiter geht's nicht. Hä? Ja, super. Ja, ich hätte das mit SpongeBob machen müssen. Aber wir gehen jetzt erst einmal zurück in die Stadt. In die Stadt. Wo war das denn da? Nee. Ich hoffe, wir kommen jetzt zurück zu der Welt, nicht zu meinem Zuhause. Ja, genau. So, wo war denn das jetzt? Genau, ich muss ja jetzt... Ah, ne, wartet mal. Da hinten war doch auch noch was, wo ich nicht hochkam. So. So, Sandy schafft das, jawohl. Da war jetzt nur das. Das ist ja von innen verschlossen. Da muss man auch irgendwie reinkommen. Ich könnte da hoch. Ich könnte da lang. Gehen wir erstmal hier lang. Jo, ich kann einen Handkantenschlag machen. Tschüss. Was ist das denn? Ah, ja, sie kann. Wir müssen ja alle Tikis zerstören. Damit Mr. Krabs uns nochmal ein bisschen Bonus gibt. Hä? Ah ja! Sandy kann einen Roboter fangen. So. Hey! Der kommt immer wieder raus. Schnell weg. So, jetzt kommen sie nicht mehr wieder. Ist noch so ein Rad. Aber wenn ich da jetzt hingehe, muss ich den ganzen Weg wieder. Das mache ich später. Ich hole mir erstmal jetzt Pfannwände. Und gehe mal hier rein. Komme ich zu den Dächern. Hey Larry, was geht ab? Sandy, ach, Larry! Auch Originalstimme. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Oh yeah. Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee.
Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt. Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach, die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Cool. So, dann... Wie nehmen wir die mit? Oder muss ich einfach nur die andere erreichen, oder was? Ja. Aua! What the fuck? Hey, wieso? Hä? Kleiner Penner, ich hau dir in dein Maul rein! Ein Ungeziefer weniger! So. Es geht doch nicht über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Autsch! Oh, ich war zu nah dran. Okay. Kann ich da auch rein? Nein. Ich muss da hoch. Ah, da ist ein Ding. Okay. Autsch! Ups. Je glänzender, desto besser. Okay, schon besser. Da lang. Oh, fast verdrückt. So, da geht's weiter. Wieder ein Checkpoint und Dings. Ah ja, mit Zeit. Beeilung. Boah, das war knapp. Da rein oder was? Nein! Wo muss ich denn hin? Scheiße, da geht's weiter. Oh, das wird jetzt eng. Jetzt habe ich mich. Ich hab's nicht gesehen, wo lang. Oh, das schaffe ich ja niemals jetzt mehr, oder? Oh, ich kann es noch schaffen! Nein! Verdammte! Ich bin echt wieder am Anfang, ne? Ah, nein, nein, nein. Ich wollte die Dinger kaputt machen. Wie soll man denn die kaputt kriegen da? Alter. Ah, und nochmal der ganze Spaß. Na, wenigstens kann ich die jetzt kaputt machen, die ich eben vergessen habe. Ich werde jetzt aber diese Nebenquest erstmal nicht machen. Muss ich ja wieder den ganzen Weg. Ich werde eh jedes Level noch ein paar Mal spielen müssen, um dann alles zu finden am Ende. Wir machen erstmal so immer die Hauptmission oder was wir so nebenbei machen können. Zack. Aua, 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 ey, ey, chill mal. Es gibt aber genug Leben immer. Also das Spiel ist sehr, sehr leicht. Also was diese Kämpfe angeht. Komme ich jetzt an die Dinger? Ich kann erstmal darüber. Wieder hoch. Aber wie? Wie komme ich denn hier hoch? Kommt man.
Das schaffe ich nicht, oder? Nee, da hoch schaffe ich das nicht. Ich schaff's jetzt gerade gar nicht. Ah, da muss ich den Förderband. Na, oh, das war knapp. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ey, ich hab gedrückt! Ich hab gehalten! Okay, ich mach von da weiter. Ich hab gehalten, eben schon. Erstmal muss ich den Automaten... Aua, aua, aua. In jedem steckt ein Gewinn. So. Den Schalter. Okay, ah, ja. Schon besser. Hui. Schieß schon wieder wer auf. Eine Erfrischung. Zack. Ist er? Bin drauf. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Zack, zack, zack. So, jetzt müssen wir hier rüber. Immer schön auf den Schatten achten. Ah, da ist noch so ein Ding. Das nehmen wir natürlich erstmal mit. Nein, 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 nein. Leg dich niemals mit Texas an. Autsch! Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ey, ey, ey. So, wir sind fast ganz oben. Autsch! Aua, ich war zu nah dran. Sandy kann genau wie SpongeBob rutschen. Ich will aber nicht rutschen. Ich will nicht rutschen! Oh. Ich muss nochmal runter, weil da eine Socke ist. Bitte! Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? Jetzt muss ich nochmal hier hoch, okay. Ich mach die alle noch kaputt. Und ich habe ja die Mission. Ach komm, Digga. So. Zack. Zack. Das ist schon echt ein bisschen tricky hier alles. Und ein Pfannwender, jawohl. Jetzt kann ich wieder den Charakter wechseln. Muss ich auch, weil ich einen Stampfer brauche. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Mal alle kaputt machen hier. Noch ein Pfund für Patrick. Hier muss ich wieder anschleichen. Noch mal eine Kiste. Jetzt gehen wir zum Leuchtturm. Oh nein, was ist das denn jetzt? Ein Endboss oder was? Alles klar, Kinder. Fertig. Los. Okay. Dann machen wir die noch mal kaputt, ne? Oder was ist das? Ey! Ach so, es gibt immer mehrere Gegner hier, oder was? Eieieiei. Ah!
erstmal erst diesen Roboter kaputt machen, weil sonst spawnen die Gegner ja immer wieder. So, wieder geschafft. Autsch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Zack. Ui. Genau meine Größe. Oh ja, werden immer mehr. Oh nein, 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 nein. Da hinten ist noch einer. Dann spawnen die immer wieder neu. Aua. Hört auf, über mich zu lachen. Ich verkacke es gerade. Ein neuer Schwamm. Zack. Habe ich es geschafft? Wie kriege ich den? Geschenke öffnen ist klasse. Okay, so. Aber ich kriege auch nochmal auf die Fresse. Hol ich mir mein Leben. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Zack. Jetzt haben wir schon 12. Und dann können wir hier wieder. Oh, da liegt noch so ein Ding. Ey, und nochmal ein Knopf. Okay. Gut, dass ich nicht schon rausgegangen bin. Muss immer erst nochmal gucken. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Gucken nochmal, was hier passiert. Hä? Hä? Wir könnten jetzt nochmal nach oben, aber. Na gut, wir gucken mal, was passiert. Ich könnte natürlich auch unten durch die Tür gehen, aber wir gucken nochmal, was oben ist. Ah, noch eine Socke. Zack. Wir könnten jetzt hier raus, aber wir gehen jetzt unten raus. Oh nein. Ah nee, Fallschaden gibt's nicht. Das wäre jetzt was gewesen. Ah, da sind wir rausgekommen jetzt. Okay. Hallöchen. Kumpelbla. Ja, toll. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir haben das Level hier erstmal so weit so ein bisschen geschafft. Wir können jetzt wieder zurück nach Bikini Botto. Und schauen uns mal kurz was an. Ich glaube, wir können ja jetzt ins nächste Level schon reisen, ne? Was 10 Dinger kostet. Also da können wir rein. Das andere kostet, glaube ich, 15. Okay, das können wir noch nicht. Was war denn jetzt mit Mr. Du willst also glänzende Objekte gegen. Das ist hochqualitative Handwerkskunst. B. Danke. Ah, es reicht nicht ganz. Wir können uns jetzt noch einkaufen. Aber dann fehlt deine uns echt. Die Kiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kiel ja auch im Hirn? Ach! Das ist ja keine Wohltätigkeit. Jetzt will er 6000 haben. Also uns fehlen noch 2 Stück. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in andere Level gehen. Ah, ne, da sind 10. Ha, wusste ich doch, dass das mit 10 war. Ich würde aber mal sagen, für den zweiten Part lasse ich es erstmal hier. Beim dritten Part gehen wir weiter in die nächste neue Welt, Gulagoon, und sammeln weiter unsere Pfannenwinde, um die Welt zu retten. Haut rein. Bikini Bottom for the win.